38 Uhrenmarken zeigen auf der jährlichen Uhrenmesse Watches and Wonders in Genf ihre Neuheiten. Händler, Kunden und Vertriebspartner treffen sich aufgrund der Corona-Krise auf einer Online-Plattform. Dort werden Besucher zu Akteuren, denn sie können per Live-Chats und Streams direkt mit den Marken interagieren. Die Herausforderung bestand darin, doppelt so viele Marken auf einer digitalen Plattform zu versammeln. Die Kunst der feinmechanischen Uhrmacherei ist etwas, das unsere Mitglieder der verschiedenen Häuser beherrschen. Dagegen müssen sie die Kunst, eine Online-Plattform aufzubauen, erst noch lernen. Unter den Ausstellern die französische Marke Hermès präsentiert ihre neue Kollektion H08 virtuell mit kunstvollen Videos. Die Marke muss sich wie andere in der Welt der Spitzenuhrmacherei auch immer wieder neu erfinden. Weltweit wandelt sich der Markt und das Kundenverhalten, sagt der Geschäftsführer. Wir haben einen sehr starken Anstieg unserer Verkäufe im Internet erlebt. Traditionell spielte der Online-Verkauf bei Uhren keine große Rolle. Aber wir haben ein echtes Wachstum in diesem Bereich erlebt. Ein weiterer bereits vorhandener Trend, der sich aber während der Pandemie verstärkte, ist die Bedeutung der asiatischen Märkte. Da gibt es eine Dynamik sowohl für unsere Uhren als auch für alle anderen Hermès-Produkte. Watches and Wonders, eine der weltweit wichtigsten Messen für Luxusuhren, läuft noch bis zum 13. April.